hallo allerseits und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Mein Name ist Micha. Ich lebe derzeit mit meiner Familie in Berlin. Wir haben einen kleinen Sohn, der wird gerade 3 Jahre alt. Und ich unterrichte Tai Chi Chuan, einen speziellen Stil, Chen-Stil Tai Chi Chuan, Practical Method aus der Linie von Chen Chenghua, Hong Chung Shen und Chen Fa Ke. Das ist meine Hauptdisziplin. Dieser Taiji-Stil, der ist kampfkunstorientiert. Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele oder die meisten Taiji-Stile, die so vertreten werden. Da geht es um Bewegungsmeditation und eine Gesundheitsübung bis hin zu ganz komischen, unserer Meinung nach sehr verschrobenen Vorstellungen, esoterischen Vorstellungen. Die haben nach unserer Schule mit Taiji Chuan im ursprünglichen Sinne oft fast gar nichts mehr zu tun. Und gleichzeitig geht auch der nutzbare, der praktisch anwendbare Kampfkunstinhalt komplett verloren. Ja, die andere Sache, die ich mache, ist Qigong. Da haben wir schon eher mit solchen Inhalten zu tun. Da spielt Meditation eine große Rolle und da haben wir auch dieses Konzept von Qi, das dem indischen Prana entspricht oder was wir in unseren Breiten früher wahrscheinlich unter dem Begriff Odem gekannt hatten, Lebensenergie. Und eine dritte Sache, die ich praktiziere, ist Zen Shiatsu. Das ist eine Behandlungsmethode aus Japan, in der das ganzheitliche Menschenbild aus der alten chinesischen Kultur auch zugrunde liegt. Was diese drei Disziplinen vereint, und nicht nur die, ich denke, das ist ein weitaus größeres Konzept, das unter anderem dem Daoismus entspringt, aber das man aus anderen Traditionen ganz gewiss genauso kennt, ist eine absichtslose Haltung oder auf Chinesisch Wu Wei. Sehr schwer nur theoretisch zu erklären. Man kann auf der Wikipedia nachschlagen und ja, was da so steht, ich habe es mir gerade selber noch mal kurz vorher durchgelesen, ob das ungefähr konform ist mit dem, so wie ich das verstehe. Ist es größtenteils schon, und zwar absichtsloses Handeln oder Wu Wei als eine Form des Handelns, die nicht dem Ego entspringt, die nicht unserem eigenen Wollen oder Verstehen entspringt, sondern eins ist mit oder einhergeht mit den Gesetzmäßigkeiten des Dao. Gesetzmäßigkeiten des Dao, wir können es mal vereinfacht betrachten als Naturgesetze. Aber was ist Natur? Sobald wir anfangen, über was nachzudenken oder eine Theorie zu fassen, ist es nicht mehr wirklich die Natur, sondern das, was wir denken, dass die Natur ist. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und Absichtslosigkeit oder eine absichtslose Haltung oder Wu Wei zu praktizieren, bedeutet, dass wir das alles komplett loslassen. Zumindest hinten anstellen oder uns dessen gewahr sind, dass wir selbst als Menschen bezüglich allem, was wir sagen und denken, letztlich ein Konzept im Kopf haben. Und ich habe vorhin schon erwähnt, der praktische Bezug ist eigentlich das Ausschlaggebende. Wir brauchen Methoden oder Möglichkeiten, um was konkret zu erleben. Und man hört oft auch die Formulierung Seinserfahrung, im Hier und Jetzt sein. Und man muss aber den eigenen Geist dafür ein bisschen untersuchen und sich selbst auf die Schliche kommen, dass wir ja die ganze Zeit interpretieren und das dann Konzept ist, dass sofort eine Schlussfolgerung ist. Und wir kommen dahin, dass wir sehen, dass reine Beobachten schon eine Kunst ist. Sobald wir was sehen oder hören, ist automatisch unser Verstand eingeschaltet und wir interpretieren die ganze Geschichte gemäß unseren Vorerfahrungen. Ja, das ist keine neue Erkenntnis, aber das in der Praxis wirklich umzusetzen, ich denke, das wäre schon ziemlich revolutionär, wenn wir das tatsächlich schaffen, das im Hinterkopf zu behalten, dass wir alles, was wir denken und wahrnehmen, dass das eine Interpretation von unserem Geist ist und dass wir letztendlich gar nicht wissen, wie viel wir nicht wissen. Wenn wir das als eine Selbstverständlichkeit installieren könnten, glaube ich, gibt es eine ganz, ganz neue Grundlage, wie wir zwischenmenschlich mit Kollegen, mit unseren Kindern, mit allen interagieren und arbeiten könnten. Wir können von unserem Selbst ein bisschen zurücktreten oder das einen Schritt zurückgehen und ja, diese Haltung von nur beobachten, ein bisschen abwarten und erstmal schauen, was da passiert. Ich denke, wenn wir das tatsächlich wirklich machen in unserem Alltag, dann ist schon sehr, sehr viel verändert, aber das ist die Basis. Ja, genau, das ist im Großen und Ganzen eigentlich das, was ich zu dem Thema sagen möchte. Ach ja, der Appell, sich wirklich eine Praxis zu suchen, in der das ganz klar und konkret geübt wird, das kann alles Mögliche sein. Was ich anzubieten habe, ist eben Tai Chi als Kampfkunst. Das ist was,
wo wir gerade unser Stil, wir reden über diese Sachen nicht so viel, sondern wir üben diese Kampfkunst. Aber dort haben wir inhärent ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, nämlich das Nichthandelnde. Unser Meister sagt immer, wir sollen nicht auf einen Schub, auf dem Schieben oder auf dem Angriff reagieren. Das Ziel im Taiji ist, dass wir wie einen Hebel kreieren. Und zwar, wir haben hier so einen Effekt. Wir arbeiten daran, dass der Körper eine feste Struktur hier ausbildet und wir installieren einen Hebelpunkt. Und jetzt kann man sich einfach mal exemplarisch vorstellen, hier kommt eine Kraft und da geht sie zurück. Aber die Hebelstange selber, die macht nichts. Das große Problem ist allerdings, wenn wir als Menschen Kontakt haben, also jetzt mal einen kämpferischen Kontakt, weil Tai Chi Chuan ist eine Kampfkunst, wir kämpfen immer an diesem Kontaktpunkt. Jetzt ist aber nur loslassen auch falsch. Ja. Wenn wir einfach nur loslassen, dann bricht alles durch und wir verlieren unser Zentrum. Dagegen gehen ist aber auch falsch. Also wir brauchen ja wirklich einen dritten Zustand. Ja, was Drittes Neues. Und das ist nicht nur relativ Kombination von dem einen oder dem anderen, sondern das ist wirklich was ganz was Neues. Wir haben diese Struktur und einen Punkt, der sich nicht bewegt. Ja. Da kann ich jetzt allerdings nicht zu sehr ins technische Detail gehen, macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Dazu muss man sich die Praxis ein bisschen reinziehen, ein bisschen davon lernen, sprich tun und danach kann man darüber reflektieren und das Ganze auch analysieren. Eine zweite Möglichkeit, denke ich mal, absichtslose Haltung kennenzulernen, ist durch Meditation, was ein Teil von Qigong ist. Aber es gibt auch andere Meditationsschulen. Ich empfehle immer gerne die Theravada-Tradition, da habe ich eine sehr gute Schule in Berlin erlebt. Wilfried Reuter, das ist ein Schüler von Aya Khema. Ich mag ihn sehr, er kommt mir sehr authentisch rüber. Da gab es eine schöne Übertragungslinie von dem Urbuddhismus aus Indien, der Theravada-Tradition. Und eine andere buddhistische Schule, die mir sehr sympathisch ist, ist das Dzogchen. Hatte ich mal kennengelernt durch Keith Dowman. Das ist ein Engländer, ein Brite, glaube ich, der in, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Kathmandu lebt seit ungefähr 30 Jahren. Der bereist öfters den Westen und bringt diese Lehre auch auf eine sehr klare und konkrete Art rüber. Ja, das waren, da war jetzt noch was. Ja, die dritte Sache, ist, die ich jetzt nicht als nicht unterrichtend anbiete, aber als Behandlungen, als gesundheitspraktische Begleitungen, sagen wir, anstatt von Behandlungen, das ist das Shiatsu oder Zen-Shiatsu. Shiatsu ist eine Behandlungsmethode aus Japan, die genau diese Absichtslosigkeit als Kern inne hat. Wir nehmen unser Tun raus, wir wollen nichts manipulieren, sondern jetzt mal vereinfacht ausgedrückt den Körper einladen, das Körper des Klienten einladen zu entspannen. Und dann bauen wir eine Situation, in der sich der Körper entspannen und öffnen kann und tiefe Ruhe erfährt und sich von dort aus selbst regulieren kann. Und wir unterstützen diese Selbstregulation und Selbstheilungskräfte. Ja, das ist komplett das Gegenteil von einer Manipulation von außen, wo wir aufgrund wieder von unserer Konzepte oder was wir jetzt denken, dass gerade so sein müsste, was manipulieren wollen. Sondern wir stellen uns ganz hinten an und bauen nur eine Situation, ja, so eine Atmosphäre, in der diese Regulationen am besten funktionieren können. Ja, das sind 3-4 Möglichkeiten gewesen. Absichtslosigkeit zu erleben und von dort aus auch für sich selbst zu kultivieren. Ich kann nur sagen, wenn man zurück zur Basis ist, wahrscheinlich für jede Kunst, auch für Musiker kennen das oder andere Künstler, immer wieder die Basis zu üben und ja, diese Methoden als Kunst betrachtet, gehen über die Methoden selbst hinaus. Das hat in allen Lebensbereichen einen sehr, sehr guten Nutzen und ich kann euch nur einladen, dieses oder Ähnliches auch wirklich in euren Alltag zu integrieren, euch so eine Praxis zu suchen, weil ohne so eine konkrete Praxis werden wir uns auch immer wieder was vormachen. Und wir denken, ja, wir sind so absichtslos oder wir verlieren halt trotzdem immer wieder unser Zentrum. Wenn man so ein Training, so eine Praxis hat, kann man auch sein eigenes Zentrum viel mehr schulen und stabiler werden. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen inspiriert. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ist doch jetzt viel länger geworden, als ich vorhatte. Ich hatte es eigentlich vorhin 3 Minuten zu machen. Jetzt sind es doch 10 geworden. Ja, mal schauen, ob ihr das zu sehen kriegt. Wie gesagt, das ist das erste dieser Art von Videos. Vielen Dank nochmal, wollte ich eigentlich am Anfang sagen, jetzt ist es am Schluss, an Carl Sundance von der Sundance Family, Rohkostfamilie.
Du warst mir eine sehr große Inspiration, überhaupt anzufangen, so eine Art von Videos zu machen. Das war mir bis jetzt wirklich sehr fremd, einfach so in die Kamera zu reden, und das merkt man jetzt vielleicht auch noch. Ja, mein wichtiges Thema habe ich jetzt schon verschossen, aber ich denke, es wird noch eine ganze Reihe mehr von dieser Sorte Videos geben. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.